Das Gegenteil von... Das Gegenteil von heißt dieses mysteriöse Spiel. Klaas, geh schon mal an dieses Pult, Joko an das andere. Folgendes müsst ihr jetzt machen. Ihr müsst ein einziges Mal bei diesem Spiel genau das gleiche Gegenteil von aufschreiben. Das heißt, ich gebe euch immer ein Wort, ihr überlegt und schreibt dann für euch das gefühlte Gegenteil auf. Stimmt das überein, habt ihr diese Sendung gewonnen. Ihr habt 10 Fehlversuche. Und wir starten einfach mal direkt mit dem ersten Wort. Ihr dürft euch natürlich nichts zurufen, nicht zublinzeln, keine Zeichensprache einsetzen, sondern einfach nur überlegen, was könnte der andere denken. Denkt er genauso wie ich? Und was schreibe ich auf? Es geht los. Was ist das Gegenteil von Schrank? Was ist für dich, Joko, das Gegenteil von Schrank? Was ist für dich, Klaas, das Gegenteil von Schrank? Ich muss auch denken wie Joko. Und ich muss denken wie du. Aber du musst dann denken, haben wir beide das Falsche. Du musst uns doch verständigen, wer so denkt wie der andere. Ja, du musst denkst so denken du so wie ich, der so denkt wie du. Ah, okay. Und schon haben wir sie verloren. Du hast was aufgeschrieben? Du hast auch was aufgeschrieben? Erste Runde, das Gegenteil von. Was ist das Gegenteil von Schrank? Ihr habt beide etwas aufgeschrieben, wir lassen das stehen. Und wir gucken, ob es eine Übereinstimmung gibt. Klaas hat gesagt, das Gegenteil von Schrank ist... Und Joko meint, es ist das. Tisch und Bett. Keine Übereinstimmung. Bett hatte ich auch kurz überlegt. Ich hatte auch Tisch überlegt. Gut, das müsst ihr vielleicht noch sortieren und dann gewinnt ihr das Ding. Ab Runde 2 habt ihr die Möglichkeit, euch vorher taktisch abzusprechen. Das war falsch. 9 Versuche habt ihr noch. Wir haben jetzt die Chance, uns taktisch abzusprechen. Ihr könnt euch miteinander unterhalten und sagen, es gibt eine Taktik, wie ihr das angehen wollt. Ich sage euch natürlich noch nicht das Wort, das wäre ja Quatsch. Okay. Also ich bin gerade, nur um zu sagen, wie ich gerade hingekommen bin. Ja. Deswegen ärgere ich mich, dass ich den Tisch geschrieben habe. Weil ich habe natürlich, ein Schrank ist etwas, da kann man was reinmachen und das kann man zumachen. Genau. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann man, wo kann man nichts reinmachen und was kann man auch nicht zumachen. Im Bett kann man was reinmachen, nämlich sich selber. Aber man kann es nicht zumachen. Aber das ist aber ja nicht, ja, aber ja, gut. Naja, aber ich, es gibt, also der Gegenteil von einem Schrank wäre ein Haufen Klamotten. Ja. Aber ein Haufen Klamotten ist keine Sache. Weißt aber du? Wir haben ja nicht mehr das Wort Schrank. Vielleicht verständigen wir uns darauf, dass wir, weil das ist ja eine intuitive Geschichte irgendwie. Das, was man und intuitiv sind wir oft gleich bei diesen Dingen. Und ich glaube, wenn wir zu lange denken, kann es nur falscher werden. Weißt du, was ich meine? Ja? Also intuitiv direkt aufschreiben, das was euch einfällt. Ja, nicht sofort vielleicht aufschreiben, aber auf das Intuitive hören. Okay, ich höre auf das Intuitive. Und ich schreibe es nicht sofort auf. Du kannst doch von mir sofort aufschreiben. Okay, nee, dann schreibe ich. Gut, warte kurz, das klingt nach einem super Plan. Ich warte kurz und dann schreibe ich es jetzt auf. Zack. Wollt ihr das zweite Wort hören? Ja, ja. Was ist das Gegenteil von Schach? Ihr habt beide intuitiv etwas gedacht, beide euch entschieden. Sorry, ich muss, sorry, entschuldige bitte. Ja, machst du nochmal weg? Ich kann das nicht mehr wegmachen hier, ich will es nochmal wegmachen. Kann ich es nochmal wegmachen? Ich weiß, dass... Mach's weg? Ich habe zu lange nachgedacht. Ich hatte erst was anderes und... Ich hatte erst was anderes und dann habe ich... Und dann habe ich irgendwie zu lange gedacht. Joko? Ich kann ja nicht, ich hab's aufgeschrieben. Ja. Sollen wir das einloggen? Das war das Erste, was ich im Kopf hatte und das mache ich jetzt. Gut.
Wir loggen ein. Das Gegenteil von Schach. Gibt es eine Übereinstimmung? Ja oder nein? Klaas sagt Dame. Joko sagt, Mensch, ärgere dich nicht. Mann, nein! Das hatte ich doch! Nein! Hau ab! Ja, Klaas hat es aufgeschrieben und dann... Boah, ey, das hat ein bisschen gedauert. Gut, stellt euch wieder hin. Wir ziehen euch einen weiteren Versuch ab. Ihr habt noch ein paar. Wollt ihr euch noch mal taktisch absprechen oder... Nee, wir sind ja gut. Wir waren intuitiv on the same page. Was ist das Gegenteil von Spielen? So, ich hab was. Ihr habt beide was? Ja. Wollt ihr euch das nochmal überlegen oder lassen wir es? Lassen wir so. Lassen wir so? Joko, lassen wir das auch so? Ja. Denkt nochmal dran. Programmdirektor könntet ihr werden heute. Für 24 Stunden. Für 24 Stunden? Und nichts anderes. Ideen habt ihr ja schon reichlich bestimmt. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen Zeit, uns Gedanken zu machen. Ideen habt ihr auch reichlich bestimmt fürs Superhaus? Das finde ich sehr einfach. Ja? Gegenteil von Spielen? Ja, klar, das war super einfach. Ja, wenn das so einfach ist, dann ist das ja die Übereinstimmung, die wir suchen. Bei uns vielleicht nicht, aber bei... Das könnte sehr gut werden. Ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt. Was ist? Es gilt für alle, warte, nur nicht für uns. Was ist das Gegenteil von Spielen? Joko hat was aufgeschrieben, Klaas hat was aufgeschrieben. Ist das die Übereinstimmung, die wir brauchen, damit die beiden 24 Stunden lang Programmdirektoren spielen können? Ja oder nein? Wir gucken. Arbeiten haben beide geschrieben. Was für ein Comeback! Was für ein Comeback! Nach der letzten Sendung ein wahnsinniges Comeback von Joko und Klaas. Diesen Sonntag 24 Stunden, das heißt den ganzen Tag spielen Joko und Klaas, die Programmdirektoren von ProSieben. Dürfen Sie nicht verpassen, außerdem natürlich im Anschluss direkt Late Night Berlin. Und jetzt wird gefeiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Mitraten. Danke ans Team. Danke ans Publikum. Bis nächste Woche, Dienstag 20.15 Uhr. Die Jubiläumswochen von Joko und Klaas gegen ProSieben. Danke. Danke. Wir sehen uns Sonntag. Übrigens, andere Videos auf diesem Kanal findet ihr hier. Ja, wenn ihr den abonnieren wollt, müsst ihr da oben gehen. Nee, hier. Da? Da. Da. Genau. Okay, gut. Und da gibt es ganze Folgen, und zwar auf Join. Auf Join. Bock?